Grüß euch vom Teamgerecht Innsbruck. Wo sind wir heute mit unserem Schnelleinsatzfahrzeug in der Riedgasse? Bereits das vierte Mal bei der Jahrhundertbaustelle. Viele haben geglaubt, dass nach der Radweltmeisterschaft endlich offen sein wird. So wurde es ja auch angekündigt. Es ist aber nicht der Fall. Und jetzt haben wir gelesen in der Zeitung: Aufrechterhaltung der Sperre Riedgasse wegen Wohnprojekt. Es ist ja so, dass also wegen diesem Wohnprojekt, was man da im Hintergrund sieht, praktisch das Allgemeinwohl von zwei Stadtteilen und deren Bürger, nämlich Hungerburg und Hötting, hintangestellt wird zum Wohl dieses einen Bauprojektes. Weil ich würde sagen, diese ganzen Bewohner da, die haben lang nur gestraft gewesen, die warten jetzt schon fast 3 Jahre, müssen einen riesen Umweg in Kauf nehmen. Und das ist nach wie vor so. Mich würde leider interessieren, wer von der Stadt das beschlossen hat, wem das eingefallen ist, das jetzt so zu machen. Die hätten die letzten 3 Jahre das da hinten auch lang machen können. Auf alle Fälle, bitte, diese Personen und diese Bevölkerung dort hat lang genug gelitten, macht endlich einmal die Riedgasse auf. Man könnte da beispielsweise am Abend öffnen, man könnte am Wochenende aufmachen, von Freitag bis Sonntag, dass man da durchfahren kann, wird nicht gemacht. Es wird da ein Bagger eingestellt, gerade fast absichtlich, dass ja keiner vorbeikommt. Das darf nicht so sein. Gebt bitte schon endlich Gas, macht endlich die Riedgasse auf. In diesem Sinne, Servus Innsbruck, macht es gut und Servus Tirol.